Okay, dann das andere nochmal. Der Teil war richtig. Wart, renn, better than me, me, who runs near Berlin like clockwork, despite being surrounded by incompetent buffoons everywhere. And what has Ren accomplished? What? Just because he... He bugged again. I should move. A water tank. I can't go over there. Offenes Rohr. Oh. It's not working this way. Schade eigentlich, ne? I guess it controls some electrical stuff. Ich darf es nicht benutzen. Das erste war scheinbar einfach. Antenne. Ich lasse das jetzt, glaube ich, tatsächlich mal so. Mich dann über ihn noch mehr lustig zu machen. Something happened. This place seems very unstable. If I keep triggering things, it may... Ja, schnell wieder zurück. Disconnect now and I'll make sure you're very well taken care of in Neo Berlin. I don't trust you. You're just a nasty, selfish man. Guck dir mal diesen schrecklichen Ort an. Kann ich den nochmal drücken? Nee, schade. Sie wären netter, wenn man sie nicht für ihr Aussehen ärgert. Okay. Yep. Because your dad thought trees and grass may change people for the better? I'm so sick of that nonsense. If it was nonsense, you wouldn't care if I launched Encodia. It's nonsense, but not harmless. Sucking up resources. Giving people ideas. Psychologists have analyzed proposals like Rin's. They destroy society. You're a lying, nasty man. Also war das da unten wieder richtig? Just because you can't understand or feel Encodia doesn't mean my dad's wrong. That's exactly what it means. He's wrong. He's always been wrong. No matter how much praise he got, or whom he impressed, or... He bugged again. I should move. Oh, ich drück da wieder. Spinning slowly. Nah. Dreht sich langsam. Not the right thing to do. Vielleicht kriegen wir den irgendwie schneller, ne? Ist ja gerade so meine Überlegung jetzt. Not the right thing to do. Something happened. This place seems very unstable. If I keep triggering things, it may collapse. War jetzt das dritte Teil, was ich gemacht habe, ne? Schnell wieder zurück. And your silly joke of a dad can't defeat me. If my dad's so silly, why are you so obsessed with him? I'm not obsessed.
Ren was dangerous to Neo Berlin, spreading his nonsense, challenging me, a silly man, trying to defeat me. But if you keep telling me I can't defeat you, you're just making me want to defeat you even more. What's this? A 9-year-old's version of the irony process paradox? What a waste of time. What I'm saying is this. Give up. Disconnect. You can't defeat me with that silly man's childish scheme. Sieht aber ziemlich britzelnd aus da inzwischen, hä? Huh? We're not trying to defeat you. We're trying to help Neo Berlin. Help Neo Berlin? You. Neo Berlin is already great, thanks to me. Neo Berlin ist grau und traurig. Neo Berlin is great. Immer Papa erwähnen. My dad and Encodia will change it. Immer schön Papi erwähnen. It's the best that it can be. That silly man. Always thinking he knows best of all. With his silly ideas. With his incessant chatter about meaning and connection and nature and... He bugged again. Was kann man noch machen? Mülleimer. A bunch of junk. Not the right thing to do. Was Teures wegwerfen? Nah. Oder jetzt doch mal die Saugglocke da benutzen. Abgenutzter Reifen, was wir alles haben. Nah. Aber Feuersteine und abgenutzter Reifen? Doch nicht. Antenne. Vielleicht kriege ich WLAN? Nope. Tank. An old tire. Nope. Nope. It doesn't work. Wird halt langsam schwerer, was man machen muss, ne? Ah, Schraubenzieher, Stromkasten scheint zu klappen. Das wäre dann das vierte. Something happened. If I keep triggering... Zurück. Your headache must be getting worse. Disconnect or you'll die. Just like your mother did. You couldn't measure up to my dad. Will talking about my mom change that? You see, I know your mom overdosed on cyberspace. So isn't it ironic that to improve Neo Berlin for you, Ren not only turned her into a chunky, but also created the very cyberspace that is now killing you? I'm okay. I just need to hang on a bit longer and find a way out of here. I'm sure that's exactly what your mom said on the day she died. Nicht nett. Mom did what she could. And you don't care what happens to me. But you should. Disconnect before the headache gets worse. Don't repeat your mom's mistakes over using cyberspace and trusting Ren. Yeah. What a nasty man you are. To bring my mom into this. I'm an efficient man who must get back to running Neo Berlin. So hurry, disconnect. Cyberspace isn't made for the weak like your mom or you. Der Werbung nach wollen sie. Wenn ich Papi nicht erwähnen kann, dann Encodia. Nonsense.
A parasitic cyberspace filled with trees proves nothing. You think trees would have Jetzt habe ich schon vier Sachen getriggert. Was soll ich noch triggern? Okay. I'm an efficient to hurry. From the ads, seems to me you want people to be all caught up in cyberspace. The good citizens, yes. Oh. Was ist das denn da? In der Mitte, auf dem Boden? Da kommt der Pömpel hin, hä? The citizens must listen to me. Their leader. Cyberspace is the best way. Cyberspace ruins lives. Makes people forget reality. Kills people. Only the likes of your mom. And you, if you don't disconnect right away. Das also immer noch nicht. I'm an it, so hurry. Dann noch das letzte. Yeah, then who is cyberspace for? The competent, I mean, the responsible citizens of Neo Berlin. You mean it's for people to use, and for you to abuse. Did Ren teach you this jingle? What nonsense. But it's so his style. Always going around with his platitudes and his clever little side projects. Thinking he's so insightful. As if only he is competent enough to see. He bought it. So, ich hätte gern den Pömpel für den Abfluss. Das ist dann Nummer 5, den ich jetzt trigger. Alle guten Dinge sind also 5 hier. Mhm. Resume. Es wird wirklich. Er wird zum wirklichen Künstler. Ach guck mal, ihn kennen wir doch auch. Jetzt, wo das Cyberspace cool ist, wirfst du das Headset weg? Oh. Inkompetenter, dummer Affen! Ein kleines Mädchen? Wirklich? Ja, wirklich? It's time for you to go. Moment, stopp, der hat plötzlich Deutsch gesprochen? Can't I stay with you? Egal. You know the effects of Cyberspace. You already look pale. What about you? I'm not sure. With my memory gone, I'm not even sure, well, that I don't exist only here, you know? Okay. Oh. Bye, Pops. Hey, Sam. Ach ja, Sam ist ja kaputt. Hat er keinen Reset-Knopf? I'm sorry for your friend. Can't you fix him? I'm afraid his memory's fried. Even if I rebuild him, he won't remember you. I guess I knew that. Thank you for your help. I'm sorry I couldn't stop the mayor from coming after you. It's all right. So, you got to see it unfiltered. What? The virus. I mean, Encodia. So it worked? Oh, it absolutely did. What did it do? I mean, what did it do to cyberspace? It filled it with joy. Natural, pure joy. It reminded people of who we can be and gave us a longing to, yeah, well, live. Well, I guess I should go home now. Goodbye, kid. Take care of yourself out there. Wo ist jetzt nach Hause? Gehe ich jetzt zur Oma oder mein Unterschlupf? Oh, ich habe keine Karte. Und keinen Sam mehr. Oh. The damage in cyberspace was too much for his artificial brain. Oh. Oh, guck mal, da ist einer mehr. Otomo. They look very happy. I guess Encodia is working. Aber reden kann ich mit denen nicht.
schneit sogar. Bin immer noch in den Schlumps. Und die Cyberspace Junkies sind weg. Oh. Dim 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 dim. They look very happy. I guess Encodia is working. Der kleine Papi. Jo. Blixie und Maisie. They look very happy. I guess Encodia is working. Oh, Dick Bates. Na dann. Damit ist ja klar, wohin. Nicht zur Oma, sondern in meinen Unterschlupf. Oh. Ups. Encodia Upload, fähiger Abenteurer und Abenteurer Meister. Drei Errungenschaften. Ja gut, ich hab's halt direkt auf schwer durchgespielt, ne? Währenddessen im Geheimlabor. It's done. It worked. At terrible cost. Der war 8 Jahre oder so angeblich damit connected? Nee, das kann nicht sein. Er ist vor 2 oder 3 Jahren verschwunden. Good as old, Pumpkin. Good morning, Tina. I have kept a cup of hot chocolate warm for you. Would you like to drink it now? Oh. Dass Papi mich gefunden hat, hä? Encodia. Ja. Also ich mag ja diese Art Spiele. Ich liebe ja Point-and-Click-Adventure. Ich mag das Setting und die Grafik passt halt auch einfach dazu. Also Fazit, ich fand's sehr, sehr cool. Also mir hat's echt Spaß gemacht. Die Rätsel waren, ja, jetzt nicht zu schwer. Teilweise halt ein bisschen um die Ecke gedacht. Man musste halt Kram finden. Also das Schwierigste war, den Kram zu finden, teilweise, weil man übersehen oder ich ihn übersehen habe, fand ich jetzt. Ansonsten waren die Rätsel okay. Was mich ein bisschen ärgert ist, ich habe nur 2 von 10 Secrets gefunden. Das ärgert mich schon. Die Frage ist halt, wo die anderen waren. Ob ich die echt wieder auch nur übersehen habe, dass ich es nicht angeklickt habe. Ob ich dafür wirklich im Vintage-Modus hätte mehr suchen müssen. Was irgendwie cool gewesen wäre, wenn die Secrets im Vintage-Modus versteckt sind, aber das weiß ich ja nicht. Teile hatte ich aber alle. Ja. Aber es würde mich schon interessieren, was die restlichen 8 Secrets waren. Und was passiert, außer dass man bestimmt ein Achievement bekommt, wenn man sie alle findet. Alles in allem, Chaosmonger Studios, ich finde, ihr habt es gut abgeliefert. Und ja, danke nochmal an Assemble. Ja, ich habe ein bisschen lang gebraucht, ne? Aber passt schon. Man muss sowas ja auch genießen und alles angucken. Wobei ich natürlich hier, ne, also nicht so richtig hingelegt habe. Aber wo ich gerade dabei war, danke nochmal an Assemble für den Key. Empfehlen kann ich es definitiv. Ja. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ach guck, das hänge ich gerade noch an. Im Hauptmenü gibt es jetzt einen Punkt Erfolge. Ein Teil haben wir ja, ne? Also entdecke 3 Geheimnisse, 1 mehr. Fuck. 5 und 7 und 10 Geheimnisse. Und hier schließe das Spiel in weniger als 3,5 Stunden ab, Speedrunner. Ja, gut, wenn man nicht nach Geheimnissen sucht und jetzt, wenn ich es einfach nochmal durchrennen würde, könnte das schon klappen, ne? Aber ja, ansonsten, hey, schließe das Spiel mit weniger als 5 Hinweisen ab, schließe das Spiel ohne Hinweise ab. Ja, hab ich ja, ich konnte ja auch keine Hinweise, ne? Horche dem mysteriösen Echo, das war lustig. Ach, dafür gibt es dann auch Bilder, die man angucken kann. Guck. Ah. Developers To-Do-List. Teil 1. Neo Berlin. Entschlüssele den Krakenplan. Neo Berlin. 2079. A city strangled with fear by a robotic vermin. An ace with a wired eye and his two partners are going to investigate. They are cyberspace detectives. Seriously, damn. Be prepared for your brain to be turned into proton paste. Everything cool with you? Yeah. Half an hour blackout in cyberspace? Or be ready to fight back against the tentacled embrace. Attack of the Cyber Octopuses. Coming soon to a terminal near you. Neo Berlin 2079. A city strangled with fear. Oh, das hatten wir schon. Also nochmal brauchen wir es nicht, aber finde ich jetzt witzig hier, ne? Schließe Teil 2 ab. Das ist aber schon ein Encodia hier, also das ist nicht nur Teil 2 da hinten. Oh. War das gerade hier? Finde einen Aussichtspunkt, ja. Teil 3. Sam Design. Ja, das, der Schrei ins Leere, das mysteriöse Echo, das haben wir schon angeguckt. Schließe Teil 4 ab. Das da Concept Art ist cool, das wir noch haben. So, ich behaupte mal, das da kann ich nicht anklicken. Ne? Hier kann ich wieder anklicken. Weniger als 5 Hinweise. Good job, Jungs. Das Team behind Encodia. Noch ein Video. Ich bin wieder ruhig. Da haben sie den Trailer nochmal versteckt, scheinbar. Ja, einmal angucken reicht auch hier. Ja, und das da habe ich halt auch noch nicht, ja, aber ja, das wollte ich nur noch hinterher liefern, weil ich das gerade noch gefunden habe.